So, also mit diesem Powerbank-System kann man ja wunderbar Akkus entladen, beziehungsweise man kann irgendwelche Geräte laden, wie zum Beispiel ein Laptop. Ja, oder eben per USB-Geräte, und weil man das ja mit zwei Ports, links 12 Volt und rechts variabel bis 27 Volt auftreten kann, kann ich so ziemlich alles laden. Ja? Und ich habe da unser Messgerät dazwischen. Ja? Und da kann man sehr schön sehen, dass jetzt gerade 18,5 Volt und circa 40 Watt gezogen werden vom Laptop, der da dabei hängt. Watt Peak und Amperestunden, wie viel da gesamt fließt. So kann man das ein bisschen messen, wie viel da durchläuft. Ob das da über das Kabel, und da ist der Laptop angeschlossen. Der wird jetzt gerade geladen. Ja. So kann man wunderbar schauen, wie viel da Energie fließt. Der zieht da jetzt gerade 40 Watt in etwa. Bei dem Gerät sind sämtliche Adapter dabei, und da sieht man den Füllstand. Ja. Wenn drei LEDs blau leuchten, sind die Akkus fast voll. Ja. Die muss man ja entleeren, weil bevor wir refreshen unsere Re-EMFs, muss man die Akkus natürlich vorher leer bringen, so auf 3,7, 3,6, 3,5 Volt, 3,2 geht auch. Ja. Und das lädt auch relativ schnell jetzt, ja. Ja, so schaut das aus. Und das kann geladen werden mit 16 bis 24 Volt mit jedem Gleichstromnetzgerät, was in dieser Range liegt. Und ja, da habe ich jetzt die Akkus schon lang laufen jetzt. Immer noch so 40 Watt werden da gezogen. Das sind 2,4 Ampere, 56,5 Watt Peak, also bis zu 56 Watt hat das Ding gezogen, der Laptop. Und insgesamt 60 Wattstunden haben wir schon rausgezogen. Das heißt, 60 Watt eine Stunde lang zum Beispiel, ja, oder 30 Watt 2 Stunden. Und wir haben jetzt den Laptop auf 94% geladen. Ja, 94%. Das ist gut, dass man sie zuerst refresht. Da haben wir so ein Board gebaut, wo man das schnell messen kann. 3,83 ist fast noch ein bisschen zu viel. Legen wir da ein und ziehen die Akkus runter. 3,86 auch noch ein bisschen zu viel. 86er da einlegen, der Reihenfolge nach 1, 2, 3, 4. Ja, dann schaut man es wieder ein. So, und der Laptop zieht wieder 50 Watt. Damit kann man schon nicht nur USB-Geräte gut laden, sondern sämtliche Geräte so bis 27 Volt. Gell. Kann man damit super aufladen, die so 50, 60, 70 Watt sind. Laptop und so. Kein Problem.